Hi Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Endlich bin ich hier. Ich freue mich total. Ich bin schon total aufgeregt. Einige kennen mich vielleicht von Instagram oder von meinem Blog. Und ich habe lange überlegt, ob ich mit YouTube anfange. Habe auch lange gezögert, weil diese YouTube-Welt gibt es jetzt auch schon eine Weile. Sind wir ehrlich, es gibt viele Beauty-Accounts und warum muss ich jetzt auch noch hier auftauchen? Ich habe einige Zustimmungen bekommen bei Instagram, was mich dann am Ende echt motiviert hat, das Ganze hier mal zu starten. Und ja, ich mal schauen, wie das alles hier so wird. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich total und mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf dieses Video und auf die weiteren, die kommen werden und möchte heute mal mit einem Haul starten. Ich war über Weihnachten und Silvester in Amerika, in Florida. Und als Beauty-Suchti ist Florida oder Amerika ein richtiges Schlaraffenland. Also jeder Sephora, jeder Ulta, jeder Target, jeder Walmart ist von mir nicht sicher. Also ich muss überall Halt machen. Und dieses ganze Beauty-Programm hier in Amerika ist einfach so cool. Klar, es gibt mittlerweile viele amerikanische Beauty-Marken auch in Deutschland zu kaufen. Gott sei Dank. Aber man findet halt trotzdem immer noch so viele coole Sachen in Amerika. Und ich bestelle sehr, sehr, sehr viel online in Amerika und habe auch das meiste online bestellt. Und das ist natürlich ein Riesenparadies, diese ganze Online-Shops und diese Indie-Brands und so in Amerika. Ja, da ich denke, dass das Video sehr, sehr lang sein wird, fangen wir jetzt auch gleich mal an. Und starten möchte ich mit ein Primer. Ich sag schon mal vorab, ich habe sehr, sehr viel bei Colourpop bestellt im Urlaub. Deshalb wird es sehr Colourpop-lastig werden. Aber fangen wir doch gleich mal an. Also ich habe mir den Colourpop Allstar Matte and Blur Primer gekauft, weil ich hatte noch nie einen Primer von Colourpop und wollte den einfach mal ausprobieren. Ich habe ihn jetzt schon relativ viel benutzt, finde ihn gut, vor allen Dingen, weil er sehr feuchtigkeitsspendend ist. Ist für mich jetzt aber kein Produkt, dass man unbedingt als Must-Have deklarieren kann oder soll. Es gibt auch in Deutschland viele tolle Primer und der ist gut, keine Frage, aber haut mich jetzt auch nicht um. Aber er ist, was mir sehr gut gefällt, ist, dass er sehr feuchtigkeitsspendend ist. Weiter geht's mit Fourth Ray Beauty. Fourth Ray Beauty ist eine Schwestermarke von Colourpop. Die, was machen die alles? Ich glaube Hautpflege, viele Sprays machen die. Eigentlich ganz interessant. Aber natürlich dadurch, dass ich auf mein Gepäckgewicht und alles aufpassen musste, habe ich jetzt mir nicht so viel bestellt. Ich habe mir das Glisten Up Mist bestellt. Das ist ein Vitamin C Spray. Soll man quasi nach oder vor der Hautpflege einfach auf die Haut aufsprühen. Es hinterlässt so ein leicht britzeliges Gefühl. Ist echt angenehm, recht kühlend. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht, aber ich habe es auch ehrlich gesagt erst zwei, dreimal benutzt. Deshalb kann ich jetzt noch keine richtige Meinung dazu sagen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. So, weiter geht's mit Foundation. Ich war in Amerika relativ bescheiden, was Foundation angeht. Ich habe mir nur drei Stück gekauft. Ich hatte auch schon Jahre, da habe ich mir deutlich mehr Foundations gekauft, weil ich liebe Foundations. Ich bin immer auf der Suche nach der perfekten Foundation und teste mich natürlich dann sehr gerne durch die ganzen Marken durch. Ich habe mir einen Klassiker gekauft, den gibt es schon einige Jahre, ist auch relativ gehypt gewesen, vor allen Dingen in den Social Media Kanälen. Habe ihn mir aber bisher nie gekauft, warum auch immer. Jetzt habe ich ihn endlich, das ist die LA Girl Pro Coverage Foundation im Farbton Fair. Ich trage sie heute sogar und finde sie super, super schön. Sie hat eine mittlere bis hohe Deckkraft, ist aber total natürlich auf der Haut und vor allen Dingen sehr, sehr langanhaltend. Man braucht nicht so viel Produkt, was mir ganz gut gefällt. Ich mag das nicht, wenn man zu viel Foundation aufträgt und es sieht sehr, sehr gleichmäßig aus. Und ich denke, auch mit dem Farbton habe ich eigentlich einen ganz guten Griff gehabt. Also kann ich sehr empfehlen. Man kann sie auch in Deutschland beziehen über einige Online-Shops. So, dann haben wir hier die Wet n Wild Stick Foundation, Photo Focus Stick Foundation. Ich mag Stick Foundations eigentlich ganz gerne. Meine Make-up Forever HD Foundation, die Stick Foundation, liebe ich wirklich total. Und das ist, glaube ich, soll ein Dupe sein. Ich habe sie sehr, sehr oft jetzt schon benutzt und finde sie wirklich sehr, sehr, sehr gut. Man braucht nicht viel, man packt hier so ein paar Streifen aufs Gesicht, dann arbeitet man die Foundation am besten mit einem Pinsel ein und sie sieht auch super natürlich aus und ist sehr, sehr, sehr langanhaltend.
Bei mir kriecht sie nicht in irgendwelche Fältchen, ist auch nicht zu schwer auf der Haut, hat ein natürliches Finish, also wirklich gut. Man kann sie auch in Deutschland kaufen. Ich habe im Internet nachgeguckt, ungefähr 5, 6 Euro kostet die. Also ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe den Farbton Classic Ivory. So, kommen wir zum dritten Produkt. Da wollte ich wieder was bei Colourpop ausprobieren und Colourpop hat relativ neu einen neuen Tinted Moisturizer auf den Markt gebracht von der Pretty Fresh Reihe, den Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer. Ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt, aber ich habe ihn mehrfach, bevor ich ihn gekauft habe, bei Ulta geswatcht und er ist sehr glowy, hat nicht so eine hohe Deckkraft. Kommt aber trotzdem sehr natürlich rüber. Also ich bin sehr gespannt, die auszuprobieren. Ich habe übrigens den Farbton Light 5N. Passt bei mir perfekt. Also Colourpop hat eine riesengroße Farbrange bei den ja, seinen Foundations, Concealern und so weiter, was ich echt cool finde. Also es ist aber nicht so einfach, einen Farbton auszufinden. Ich war froh, dass ich die Farben geswatcht habe. Deshalb denke ich, dass ich einen ganz guten Farbton erwischt habe. Ja, machen wir weiter mit Concealer. Ich liebe es, Concealer auszutesten, weil ich bin etwas schwierig, was Concealer angeht. Ich mag es nicht, wenn ein Concealer zu deckend ist, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass hier auf der Haut, unter den Augen, einfach zu viel Produkt ist, was ich als schwer empfinde. Deshalb suche ich immer nach einem Concealer, der eine recht natürliche Deckkraft hat und nicht zu matt ist, aber auch nicht zu glowy. Ja, dann habe ich jetzt einfach beim Durchstöbern von Ulta habe ich mir den CoverGirl True Blend Undercover Concealer gekauft, der bekanntlich ein Dupe zum Tarte Shape Tape Concealer sein soll. Ich habe den Tarte Shape Tape auch, finde, dass der Pinsel ziemlich gleich ist wie der von Shape Tape. Dieser Concealer hier ist auch recht deckend. Und macht jetzt auf den ersten Blick schon einen ähnlichen Eindruck wie Shape Tape. Die werben auch übrigens auf dem Aufsteller mit Shape Tape. Sie sagen, sie sind gleichwertig wie der Number One Bestseller für 22 Dollar, bekanntlich Shape Tape. Also ein interessantes Produkt, das ich jetzt auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren werde. Ich habe übrigens den Farbton Classic Ivory ausgewählt. Ja, kommen wir weiter mit einem Nachkaufprodukt. Und zwar bin ich ein großer Fan vom Colourpop No Filter Concealer. Den habe ich mir letztes Jahr in Amerika gekauft, ist jetzt fast aufgebraucht und ich habe ihn richtig geliebt. Sie werden zwar mit einem Matt-Finish, ich finde aber, dass es eher ein natürliches Finish hat. Die Deckkraft ist hoch, man braucht wirklich sehr, sehr wenig Produkt, aber man kann ihn mit einem Schwamm sehr, sehr natürlich einarbeiten und er hält einfach bombenfest. Super Produkt und ich bin froh, dass ich jetzt endlich ein Backup habe. Ja, und dann habe ich mir noch eine Neuheit gekauft, auch von Colourpop, und zwar von der Pretty Fresh Reihe, den Hyaluronic Creamy Concealer. Und dieser Concealer ist jetzt mein neuer Favorit. Also, ich liebe zwar immer noch den anderen Concealer, aber der ist noch natürlicher, weil er einfach ein noch leichteres Finish hat. Ist auch deckend, auf jeden Fall. Aber wenn man ihn aufträgt unter den Augen, dann kann man den so schön natürlich auftragen, als ob man gar nichts auf der Haut hat. Und es fühlt sich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend an, obwohl es kein Glowy Finish hat. Also echt gut, wirklich toll. Ich habe übrigens den Farbton Light 40N. Ja, das war es jetzt schon mit Concealern. Dann machen wir mal weiter mit Face-Produkten. Also bei den Face-Produkten bin ich auch immer sehr, sehr offen, weil ich bin ja sehr hell, wie ihr seht. Und ich kann nicht jeden Bronzer, ich kann nicht jeden Blush tragen und auch nicht jeden Highlighter. Und deshalb bin ich da immer sehr offen. Und vor allen Dingen in Amerika hat man einfach immer eine etwas größere Farbauswahl als in Deutschland. Das muss man einfach mal sagen. Ich habe mir ein Backup gekauft und zwar von meinem geliebten Physicians Formula Butter Bronzer, dem Light Bronzer. Den gibt es zwar auch in Deutschland zu kaufen. Ich habe allerdings ein Angebot erwischt bei, ich glaube, bei Target. Da hat dieser Bronzer nur 5 Dollar gekostet. Und ja, meiner ist gut benutzt. Ich habe jetzt schon eine coole drin. Das heißt, bald werde ich Hit the Pan haben. Yeah. Und ja, für 5 Dollar kann man natürlich nichts falsch machen. Dann habe ich mir ein Translucent Powder gekauft von
Beauty Bakery, das Flour Butternut Bitter in Oat. Das ist ein Translucent Powder von der Marke. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Mensch, der immer viele Setting Powders benutzt, weil ich habe viele Setting Powders gehabt, die mir einfach viel zu schwer auf dem Gesicht lagen. Ich habe das dann einfach immer gemerkt über den Tag, es lag mir zu schwer, auch wenn ich mit dem Pinsel einfach alles drüber gegeben habe, habe ich es gespürt und auch gesehen. Und ja, ich wollte mich jetzt einfach mal durchtesten. Ich habe es einmal bisher genutzt, ein, zweimal. Finde es ganz okay, ganz gut. Muss aber mich noch ein bisschen reinfinden, weil ich wirklich sehr, sehr wenig Translucent Powders benutze. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zu Colourpop. Hier war ich auch wieder sehr, sehr fleißig. Ich habe mir einen Bronzer gekauft. Und bevor ich jetzt euch mal sage, was das für ein Farbton ist, weil ich es gerade selber nicht mehr weiß, ich empfehle euch immer, wenn ihr bei Colourpop ein Puderprodukt bestellt, sei es ein Blush, ein Bronzer, ein Highlighter, kauft euch dieses Compact. Die sind super, super cool, diese Compacts. Die haben einen Spiegel. Dann packt man, es ist ein Magnetmechanismus, man packt das Fähnchen da rein und es ist nicht groß. Also sehr schön, gut auch für unterwegs. Einziger Nachteil, man sieht den Farbton, man weiß nicht, welchen Farbton man hat, weil das natürlich hier hinten nicht drauf gedruckt ist, weil das eine Einheitsverpackung ist. Deshalb muss man das immer hier so raushauen, was gut funktioniert, also es geht nicht kaputt. Ist halt auf die Dauer ein bisschen nervig, aber eigentlich gucke ich ja nur wegen dem Video jetzt, welchen Farbton ich genommen habe. Ich habe den Farbton Spectacle, ist ein, ich glaube, der hellste Bronzer, glaube ich, von Colourpop. Passt für mich perfekt. Ich habe ihn auch heute drauf. Er ist super leicht zu verblenden, sehr, sehr schön im Auftrag und hinterlässt keine fleckigen Ergebnisse. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also solltet ihr mal bei Colourpop bestellen. Den kann ich euch echt empfehlen. Dann habe ich mir noch einen weiteren Bronzer bei Colourpop geholt. Und zwar gibt es ja aktuell die Coconut Collection. Dort habe ich mir auch einen Bronzer gekauft, den helleren Farbton. Ich muss jetzt auch nochmal raushauen. Bisschen nervig, aber gut. Dieser Farbton heißt Coconut Beach. Ist auch die hellste Nuance von der Coconut-Kollektion. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber jetzt so beim Anblick sieht er schon schön hell aus. Und da mir der andere Colourpop Bronzer sehr gut gefällt, denke ich auch, dass die Qualität sehr, sehr gut sein soll. Der Farbton ist recht ähnlich. Ich würde sagen, dass der hier etwas wärmer ist. Aber ja, ich trage es auf jeden Fall die Tage mal auf. Dann kommen wir zu Highlightern. Hier habe ich mir zwei Highlighter gekauft, auch von Colourpop. Einmal habe ich mir den Highlighter Dreamscape gekauft. Der gehört zu den Topsellern bei Colourpop. Ich trage den auch gerade und finde den so schön. Er sieht gerade zu meiner hellen Haut echt toll aus. Leicht wet look. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen mehr Schichten aufgetragen für das Video, aber auch eine super, super schöne Qualität und toll zu verblenden. Also die gefallen mir wirklich gut, die Colourpop Highlighter. So, dann haben wir noch einen weiteren Highlighter. So, der zweite Highlighter, den ich mir von Colourpop gekauft habe, heißt Here Kitty Kitty. Auch ein schöner Highlighter für helle Haut, Champagnerfarben. Echt natürlich, nicht zu viel Glitzerpartikel, sehr glowy, wet look. Ist sehr ähnlich zu Dreamscape. Ich denke, man braucht nicht unbedingt beide Highlighter. Die sehen sich wirklich auf den Blick nebeneinander sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Also ich könnte die jetzt auch nicht unterscheiden, wenn ich sie nebeneinander liegen habe. Also der Hello Kitty Kitty oder Hey Kitty Kitty, der ist vielleicht minimal dunkler. Ja, das war es auch schon mit Highlightern. Dann machen wir weiter mit Augenbrauen. Also Augenbrauen sind meine Lieblingsspezialität. Ich habe echt spezielle Augenbrauen. Ich bin ja sehr hell, ich habe durchsichtige Augenbrauen, aber ich habe viele Augenbrauen. Und ich muss mir meine Augenbrauen färben, sonst sieht das nichts aus. Aber ich brauche auch immer gute Augenbrauenprodukte und vor einigen Jahren, also noch nicht so lange her, gab es in Deutschland überhaupt keine Augenbrauenprodukte für so aschblonde Haare.
aschige Töne sowieso nicht, entweder braun oder rötliche Töne, aber Aschrichtung nichts. Ja, ich war ja Gott sei Dank schon öfter mal in Amerika und habe mir dann irgendwann mal natürlich die Anastasia Beverly Hills Produkte gekauft und da bin ich dann auch hängen geblieben. Ich habe mir, weil es in Amerika immer wieder Angebote gibt bei den Anastasia Produkten, habe ich mir meine geliebten Browis und Brow Definer nachgekauft. Da gab es bei Ulta ein Angebot bei Two für $30, also ein Produkt dann $15, ist absoluter Toppreis. Und da habe ich mir, wie gesagt, ein paar Exemplare gekauft. Der Browis ist und bleibt mein absoluter Liebling, den ich immer wieder nachkaufen würde, schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wie viele ich schon aufgebraucht habe, aber die passen einfach perfekt. Und auch der Brow Definer ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich mir noch ein weiteres Produkt von Anastasia Beverly Hills gekauft. Angefangen hat das mit Anastasia Beverly Hills mit der Brow Pomade. Die kennt ihr sicherlich alle. Das hat damals alles mit der Brow Pomade angefangen. Ich hatte sie auch, fand sie super. Aber ich war irgendwann auf die Dauer zu faul, das Gel immer zu benutzen, weil dann musstest du immer deinen Pinsel sauber machen und so weiter und so fort. Habe ich das Produkt irgendwie vernachlässigt, ist eingetrocknet, ich habe es nicht mehr benutzt und ich habe mir jetzt mal eine neue Dose gekauft von der Brow Pomade in Medium Brown und es ist einfach, ist und bleibt ein tolles Produkt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt und werde es in Zukunft hoffentlich auch ein bisschen häufiger wieder benutzen. Dann habe ich mir mein geliebtes Clear Brow Gel wieder nachgekauft von Anastasia Beverly Hills. Für mich ist das das beste Augenbrauengel, was es gibt. Also da kommt für mich kein anderes dran ran, weil es ist halt sehr, sehr fein. Es klebt die Augenbrauen nicht zusammen. Gerade wenn man viele Augenbrauen hat, weiß man, wie das ist, wenn ein Augenbrauengel die Augenbrauen verklebt. Ja. Und das macht es halt einfach nicht. Es ist sehr, sehr dünn, sehr leicht. Man trägt es auf und dann hat man Ruhe den ganzen Tag. Und deshalb habe ich mir da auch einige Backups gekauft. Dann, auf Empfehlung von einer lieben Beauty-Freundin, habe ich mir das Kylie Cosmetics Kybrow Gel gekauft, das auch wirklich super, super gut ist. Es hält bombenfest, ist wirklich ähnlich zum Anastasia Beverly Hills Gel, ist etwas zäher in der Konsistenz, aber auch super, super gut. Ja, dann kommen wir auch wieder zu meiner Lieblingsmarke, Colourpop. Hier war ich auch wieder erfolgreich. Ich habe mir von den Brow Boss Produkten auch wieder einige Stifte nachgekauft. Verschiedene Farbtöne diesmal, Brunette, Dark Brown, Ash Brown. Also diese Augenbrauenstifte sind auch ganz, ganz toll und vergleichbar mit den Anastasia-Stiften. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass Colourpop die Augenbrauenprodukte nicht mehr nach Deutschland schickt. Ich weiß leider nicht, warum. Aber solltet ihr mal in Amerika sein, die Augenbrauenstifte gibt es auch bei Ulta. Ich kann sie euch nur empfehlen. Kauft sie euch. Auch das Clear Brow Gel von Colourpop ist auch richtig, richtig gut. Kaufe ich auch immer wieder nach. Da sind die auch sehr, sehr gut, Colourpop bei Augenbrauenprodukten. So, dann geht es weiter mit, was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt kommt die große Kategorie Lidschatten. Hier war ich wirklich, wenn ich das hier jetzt alles sehe, bin ich etwas eskaliert, aber schaut selbst, weil das Video wird sowieso lang werden. Lidschatten sind für mich ein Paradies, aber wem sage ich das? Also das geht wahrscheinlich euch genauso. Ich bin so eskaliert bei Lidschatten, Lidschattenpaletten, aber auch Single Eyeshadows. Oh, wenn ich das jetzt hier alles sehe, peinlich. Ich habe wirklich viel gekauft, ich gebe es zu, aber ich bin halt ein Suchtmensch und ich kann, wenn ich Produkte sehe, nicht dran vorbeigehen. So, fangen wir mal an mit einem Eyeshadow Primer, den ich mir gekauft habe, weil er sehr gehypt ist. Ich wollte ihn ausprobieren und zwar ist das der Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Ich habe hier die Mini-Version, weil bei Ulta gibt es nur die Mini-Version. Ich finde den Primer gut, keine Frage, weil die Lidschatten extrem farbintensiv rauskommen mit diesem Primer. Das Einzige, was mir so ein bisschen... Ja, was mir nicht so gefallen hat, ist die Haltbarkeit. Also ich hatte irgendwie jedes Mal, wenn ich den benutzt habe,
hat es einfach nicht den ganzen Tag gehalten. Also irgendwann am Abend, also nicht sofort, aber am Abend, wirklich so nach 9 Stunden oder so, ist mein Lidschatten gecreased, was mir mit vielen auch günstigeren Lidschattenprimern nicht passiert. Dann kommt noch dazu, dass ich finde, die Dosierung ist sehr schwierig mit dem Primer, weil wenn man hier drauf drückt, auf dieses Tube, kommt so viel Produkt drauf und dieser Lidschattenprimer ist nicht translucent, der ist farbig, also hautfarben. Und man benutzt eigentlich immer viel zu viel Produkt, was dann natürlich dieses Produkt etwas verschwenderisch macht in der Dosierung. Ja, dann machen wir mal weiter erstmal mit den Single Eyeshadows. Hier habe ich ein bisschen bei Colourpop geshoppt. Die Super Shock Shadows kennt ihr bestimmt, muss ich euch nichts erzählen, sind tolle Lidschatten. Ich liebe sie Solo aufzutragen, aber auch als Topper. Die haben halt immer echt so eine ganz spannende Farbe, sehr schimmernd, viele Glitzerpartikel, mehrere Farben, ganz, ganz toll. Also hier ist zum Beispiel der Farbton Birthday Wish. Ein, ja, so rosa, lila, silber, also sehr viele Farben. Sehr natürlich, ich würde den wahrscheinlich eher als Topper tragen. Dann haben wir den Farbton Sailor, ähnlicher Farbton, auch recht schier, was hat es so, rosane Schimmerpartikel, bläulich, pink, auch ähnlich. Den würde ich auf jeden Fall nur als Topper auftragen. Aber die sehen natürlich, wenn man die vermischt mit einem matten Farbton, kommt halt der Farbton extrem gut raus. Dann habe ich mir So Quiche nachgekauft, mein liebster Super Shock Shadow, ist ja ein richtiges Highlight von Colourpop, auch so ein changierender Ton, den man aber sehr gut solo auftragen kann. Und dann habe ich mir noch einen Jelly Matte Shadow gekauft. Jelly Matte Shadows sind echt spannende Produkte, aber nicht so einfach. Ich zeige euch das mal kurz. Die sind hier geschützt mit so einem Deckelchen. Muss auch so sein, weil die trocknen nämlich extrem schnell ein. Das ist nämlich der Nachteil an diesen Jelly Matte Shadows. Das Ganze sieht dann so aus. Richtig coole Farben sind da. Und das Coole an diesen Jelly Matte Shadows ist, dass die extrem gut pigmentiert sind. Und wenn man die mal aufgetragen hat, ist die Haltbarkeit bombastisch. Also wirklich, da kommt kein Lidschatten mit an, das hält bombenfest. Und die Pigmentierung ist auch wirklich super. Und vor allen Dingen natürlich den Effekt, weil es auch mehrfarbig ist und sieht toll aus. Also jedes Mal, wenn ich eine Jelly Matte Shadow trage, ich habe glaube ich 4 Stück, werde ich immer drauf angesprochen. So, das war's mit den Single Eye Shadows. Da war ich etwas human, ich gebe es zu. Aber irgendwo muss man ja ein bisschen sich zurückhalten, ne? Fangen wir an mit den Lidschattenpaletten und Natasha Denona. Die im Januar war es, glaube ich, kam die neue Natasha Denona Mini Glam Palette raus. Die Mini Paletten von Natasha Denona finde ich richtig, richtig gut. Ich habe 4 Stück, glaube ich, und trage die regelmäßig, vor allen Dingen, wenn ich auf Reisen bin, weil ich immer das Farbschema sehr, sehr toll finde. Die Mini Glam Palette kommt jetzt auch die Tage irgendwann in Deutschland raus oder ist schon draußen. Und hier gefällt mir halt besonders gut dieses kühle Farbschema, weil wir haben hier 2 Farben, die so leicht ins grünlich-gräuliche gehen. Dann sind natürlich die schimmernden Farben extrem gut pigmentiert. Also hier muss man ja nur einmal drauf gehen und schon hat man intensives Farbergebnis. Das gleiche ist übrigens auch bei den matten Farben. Auf meinem Blog könnt ihr übrigens schon eine Review zu der Palette sehen. Also da gibt es Swatches, es gibt einen Look und meine Meinung dazu. Tolles Produkt. Dann machen wir weiter mit Anastasia Beverly Hills. Eine Palette, die ich eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte. Ich wollte sie zwar irgendwie natürlich immer haben als Suchti, aber sie stand jetzt nicht auf meiner Prio-Liste Nummer 1. Ich bin allerdings bei Ulta immer wieder dran vorbeigelaufen, habe sie geswatcht und dachte so, oh schön, cool, die Farben gefallen mir total gut. Ja, und dann 2 Tage vor Abflug habe ich mir gedacht, komm, du brauchst sie.
Und es ist ja bekannt, Anastasia Beverly Hills Lidschattenpaletten sind aber günstiger als in Deutschland, über 10 Euro. Und da musste ich sie mir holen. Und zwar die Kali Bible Palette. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie limitiert ist oder im Standardsortiment bleibt. Ich denke mal, sie wird limitiert sein. Aber schaut sie euch an. Ich finde sie so, so, so toll. Vor allen Dingen diese kühlen Farben hier sprechen mich total an, weil solche Farben findet man nicht so oft in Lidschattenpaletten. Dann haben wir hier ein Duochrom-Lidschatten und natürlich viele andere Effekt-Lidschatten mit Foil-Effekt und natürlich diese schöne Farbauswahl von den matten Lidschatten. Die matten Lidschatten von Anastasia sind halt auch richtig, richtig gut. Und deshalb musste ich sie mir einfach kaufen. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber die Tage ist sie dran. Machen wir weiter mit Juvia's Place. Juvia's Place ist eine Indie-Brand, gibt es bei Ulta. Ich weiß nicht mehr, ob es das immer noch gibt. Es gab auf jeden Fall bei Ulta und natürlich online, auch bei Beauty Bay. Die haben eine neue Nubian-Palette rausgebracht, die Nubian 3 und 3 Coral. Und schaut sie euch an, sie ist so, so schön. Hat natürlich einige Coral-Lidschatten und schimmernde Farben. Und was mir natürlich ganz besonders gut gefällt, sind hier diese kühlen Farben. Und die Pigmentierung ist halt auch einfach mega. Juvia's Palette Lidschatten sind sowieso wirklich immer gut. Ich habe einige Paletten und nutze die auch immer regelmäßig. Kann ich euch, wie gesagt, also nur empfehlen. Kommen wir zu einer weiteren Marke, die es noch nicht so lange gibt. Eine, ich finde, wirklich gute Marke. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Marke nur Dupes vertreibt. Also öffentlich wird es natürlich irgendwie von denen nicht publiziert, das ist ja klar. Aber alle Produkte sind ein 1 zu 1 Dupe zu einer High-End-Marke. Und diese Marke hat Natasha Denona Dupes. Und ich liebe Natasha Denona, bin aber ehrlich gesagt auch sehr geizig, mir für über 100 Euro die großen Paletten zu kaufen. Und die besagte Marke heißt Alter Ego. Gibt es noch nicht so lange. Ihr könnt ja mal auf der Instagram-Seite vorbeigucken. Aber die Qualität der Lidschatten ist halt einfach sehr, sehr, sehr gut. Die Marke hieß früher anders. Ich habe von der Marke auch schon Lidschattenpaletten, deshalb wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Ja, auf jeden Fall habe ich mir drei Paletten gekauft bei Alter Ego. Einmal die Aurora-Palette, die sieht so aus, ist ein Dupe zu Natasha Denona Sunrise. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber das sieht so schön aus. Und ich weiß, dass die Lidschatten wirklich gut sind, weil eine Palette habe ich schon benutzt, und zwar die Goddess-Palette. Goddess ist die ein Dupe zur Gold-Palette von Natasha Denona. Und ja, was soll ich sagen? Hier sind einfach die Farben so schön pigmentiert. Ich habe sie euch auch schon mal bei Instagram gezeigt, geswatcht. Wirklich super gut. Ich habe sie schon einige Male getragen. Kam wirklich toll rüber. Und 16 Dollar kostet so eine Palette. Ist halt wirklich ein großes Schnäppchen. Dann die dritte Palette ist die Sahara-Palette. Diese Palette ist ein Dupe zur Natasha Denona Biber. Eine sehr natürliche, neutrale Palette mit vielen Brauntönen. Einfach gut für den Alltag. Natürlich keine Neuerfindung, weil es ein Dupe ist, aber gefällt mir richtig gut. Ja, und jetzt habe ich nur noch Colourpop vor mir liegen. Und fangen wir jetzt auch gleich mal an, weil das ist auch nicht so wenig. Und zwar haben wir hier die California Love Palette. Ein Bestseller von Colourpop. Genau, deshalb eine perfekte neutrale Palette mit sogar einem Glitter, vielen schimmernden Farben und natürlich ein breites braunes Farbschema. Für mich perfekt für den ganz normalen Alltag. Ich kann mir richtig viele Looks mit dieser schönen Palette vorstellen und ein richtiges Highlight. Die Palette gibt es übrigens auch bei Ulta im Standardsortiment. Also wenn ihr in Amerika sein solltet, nicht im Internet bestellen könnt, sie gibt es bei Ulta. Dann habe ich mir noch die Whatever Palette bestellt. Auch eine sehr warme, bräunliche, rotbraune Palette. Hat eher etwas dunklere Töne. Ist auch super schön. Die habe ich schon benutzt. Also ich, auch der Glitterton hier ist ganz toll pigmentiert. Die Effektlidschatten sind auch super. Also bei Colourpop, die Paletten sind einfach hervorragend in der Qualität.
Dann habe ich mir von der Coconut-Kollektion die Going Coconuts Palette gekauft. Die stand ganz oben auf meiner Wunschliste. Und auch die ist so perfekt. Einfach schöne, viele neutrale Farben. Ich trage sie jetzt auch heute. Ich habe die jetzt schon so oft benutzt, weil ich kann einfach im ganz normalen Alltag keine intensiven, bunten Looks tragen und mag halt gerne Brauntöne, aber auch gerne Schimmer, Effekt, Lidschatten. Und dafür ist die super geeignet. Also ich habe schon sehr, sehr schöne, viele Looks mit dieser Palette geschminkt und finde die eine Bereicherung in meiner Sammlung. Eine weitere Palette, die ganz oben auf meiner To-Buy-Liste stand, ist die Smoke Show Palette. Ich finde sie so schön. Vor allen Dingen endlich mal eine Palette, die nur Grau, Silber und Schwarz hat. Es gibt keine Paletten so wirklich, die so ein Farbschema hat. Ich weiß nicht warum. Ich trage zum Beispiel total gerne graue und silberne Lidschatten. Und diese Palette ist einfach perfekt und die Pigmentierung, also hier dieses Silber. Seht ihr das? Wahnsinn! Also so intensiv pigmentiert. Ich habe mit dieser Palette mir einen schönen Look an Silvester geschminkt. Der sah ganz toll aus. Diese Palette war jetzt einige Zeit aus dem Sortiment genommen, weil irgendwie der Name, da hatten die irgendwie ein Problem, weil irgendeine andere Marke hatte auch eine Palette mit dem Namen. Sie haben sie jetzt neu gelauncht mit einem anderen Namen. Ich glaube, Blowing Smoke oder so heißt die jetzt. Solltet ihr mal bei Colourpop bestellen. Die ist wirklich ein Must-Have. Eine weitere Palette von Colourpop ist die Flutterby-Palette. Auch super schön. So kühle Violetttöne ist auch mal was ganz anderes, was ich nicht so viel in meiner Sammlung habe. Hat auch wieder einen Glitterton, viele schimmernde Effektlidschatten und matte Töne. Also super schön ausgewählt. Und das Packaging ist auch so schön. Es ist, hat so Glitzer. Ach, das ist für mich als Mädchen natürlich ganz toll. Ja, und jetzt kommen wir noch zu zwei großen Highlights von Colourpop. Einmal die Truly Madly Deeply Palette. Ich finde sie so schön. Also ich wollte sie eigentlich immer online kaufen, aber sie war die komplette Zeit, in der ich in Amerika war, immer ausverkauft. Und ich war schon ganz traurig. Und die gibt es auch bei Ulta im Standardsortiment, aber auch da war sie die ganze Zeit ausverkauft, weil natürlich zur Weihnachtszeit ist das alles ziemlich abgegrast immer, wirklich, weil viele schenken dann halt Colourpop. Und kurz vor Abreise wurde die wieder restockt bei Ulta und dann habe ich sie natürlich gekauft. Und sie ist so schön. Also ich muss noch ein paar Fotos machen, dann kann ich sie erst benutzen. Aber gerade der Ton, den habe ich geswatcht, ist super der. Und dann hat die Palette auch noch drei gepresste Glitter. Also super schön. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Highlight von den Colourpop-Paletten. Und zwar, kurz bevor ich geflogen bin, hat Colourpop eine neue Palette gelauncht, die so schön ist. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich das zeitlich noch schaffen würde, sie zu bestellen, weil mit dem Versand in Amerika ist immer so eine Sache. So wie in Deutschland ist das nicht, dass es innerhalb von 2 Tagen meistens da ist. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich will die so sehr, diese Palette, bestell sie einfach. Und ich hatte Glück, sie kam einen Tag vor Abreise an, die neue It's All Good Palette von Colourpop. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Ihr habt sie bestimmt auch schon bei Instagram gesehen. Eine perfekte Palette. Natürlich, sie hat viele Lidschatten. Ist sehr groß, keine Frage. Also ich weiß nicht, wie ihr so große Paletten findet. Ich benutze sie nur zu Hause. Auf Reisen kommen die nie mit, weil sie mir einfach zu groß sind. Aber ich finde einfach das Farbschema sehr, sehr schön. Hier sehr neutrale Farben und dann wird es immer farbintensiver. Ich kann hier mir viele schöne Looks vorstellen, auch ein bisschen buntere Looks. Also wirklich toll. Und ich weiß natürlich, dass die Lidschatten von Colourpop super sind. Ganz, ganz tolle Palette und ich freue mich schon total, die zu benutzen. Ja, das war's jetzt mit Lidschattenpaletten. Hier war ich ja wirklich sehr kauflustig, sagen wir mal so. Machen wir weiter mit Lippenprodukten. Auch hier war ich jetzt etwas kauffreudiger, würde ich sagen, aber nicht so schlimm wie bei den Lidschattenpaletten. Fangen wir bei den Lippenprodukten an mit der Marke Flower Beauty. Flower Beauty ist die Beauty-Marke von Drew Barrymore. Die Marke gibt es bei Walmart zu kaufen oder auch online. In meinem Walmart war der Aufsteller komplett
abgegrast. Also entweder nehmen Sie Flower Beauty aus dem Sortiment oder es ist so gehypt gerade, dass alle die Produkte kaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest dann online bestellt, weil ich wollte unbedingt die Lippenstifte ausprobieren. Ich habe es jetzt noch nicht ausgetestet, aber ich habe mir den Farbton Pink Dusk bestellt. Der sieht so aus. So ein dunkles Mauve, Braun, Rot, Rosenholz. Dann habe ich mir einen intensiven Farbton gekauft, Wild Azalea, ein ziemlich intensives dunkles Rot. Und zu guter Letzt noch den Farbton Spiced Petal. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, einer von diesen zwei neutraleren Tönen ist ein Dupe zum Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich freue mich, die wirklich zu testen, weil sie sollen ja wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Ja, und dann habe ich einen Lippenstift von MAC, weil ich habe Back to MAC gemacht. In Amerika kann man ja auch wie in Deutschland 6 leere MAC-Produkte abgeben und bekommt dann ein Produkt. In Deutschland kriegt man nur noch einen Lidschatten. In Amerika kann man wählen zwischen einem Lidschatten und einem Lippenstift, was mir persönlich mehr entgegenkommt. Ich habe mir einen Lippenstift ausgesucht und zwar den Farbton You Wouldn't Get It. Ich kenne den noch nicht, also ich weiß gar nicht, ob es den in Deutschland gibt. Auf jeden Fall ist es ein richtig schöner rosa Rosenholzton und scheinbar im Standardsortiment. Ja, und die letzte Marke, wie soll es auch anders sein, ist dann natürlich Colourpop. Hier habe ich mir von den So Juicy Glossen 2 gekauft. Die sehen sich sehr ähnlich aus, habe ich irgendwie nicht bedacht. Einmal habe ich den Farbton Gentle Thing und einmal Roundabout. Und was soll ich sagen, die sind so gut, diese Glosse. Sie sind super glossy. Diesen Plumping-Effekt, ja, hat es natürlich durch den Gloss. Es hat ein sehr minziges Gefühl, es kribbelt auf den Lippen. Und ich finde ihn für einen Gloss relativ langanhaltend. Was ich jetzt nicht so cool finde, ist die Verpackung. Ich finde, das sieht aus wie Kinderschminke, aber der Inhalt ist wirklich sehr, sehr gut. Also bestellt ihr bei Colourpop, kann ich diese Glosse echt empfehlen. Die sind sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinen geliebten Lippy Sticks von Colourpop. Hier habe ich mir 5 Farben gekauft. Die Lippy Sticks sind für mich eine ganz große Liebe. Seit es Colourpop gibt, kaufe ich die und ich habe hier auch eine riesengroße Sammlung. Ich wollte mir eigentlich die Vault kaufen, die sind da, wo alle drin sind, aber ich habe einfach so viele schon von der Vault, deshalb hat es sich nicht gelohnt. Ich habe mir ausgesucht den Farbton Casanova, ein knalliges Pink mit einem Creme-Finish. Dann haben wir den Farbton Songbird, auch ein Pink-Rot gedeckt, sehr, sehr schön, mit einem Matt-Finish. Dann haben wir den Farbton Goodie Bag, auch ein Matt-Finish. Auch sehr schön, so ein pink-rosa Ton. Den habe ich schon gerne viel getragen im Urlaub. Und den Farbton Runaway, ein X-Matt-Finish, also wie bei MAC ein Retro-Matt. Ganz toller Farbton, den habe ich an Silvester getragen und der hält so gut und ist so knallig schön pink, aber nicht so rosa pink, sondern rot pink, aber wirklich schön. Und dann habe ich mir noch ein Backup von Colourpop Lumière gekauft, den ich übrigens heute auch trage. Ist einfach einer meiner liebsten Lippenstiften aller Zeiten. Meiner ist jetzt schon recht leer und auch alt, deshalb war es jetzt mal Zeit für ein Backup. Ja, fertig sind wir mit den Lippenprodukten und dann machen wir doch jetzt einfach weiter mit den Finish-Produkten, dann sind wir auch fertig. Und bei den Finish-Produkten habe ich mir 3 Produkte gekauft. Einmal das Beauty Bakery Baking Spray, habe ich jetzt die letzten Tage sehr, sehr oft getragen, finde es auch echt gut. Einzig bei den Inhaltsstoffen bin ich mir nicht so sicher, ob das für sensible Haut wirklich so gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man reagiert. Dann habe ich mir ein Backup gekauft von meinem geliebten Colourpop All-Star Setting Spray. Ich liebe dieses Setting Spray und ist für mich eines der besten, die ich habe. Deshalb musste natürlich ein Backup her. Und dann habe ich mir zu guter Letzt noch von Morphe das Setting Mist gekauft. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil immer so viele schwärmen. Es war jetzt über Weihnachten im Angebot auf $12. Habe ich nicht Nein gesagt. Ich finde es gut, vor allen Dingen, weil der Spray... Sprühnebel, sagt man das so, ist halt sehr, sehr fein. Und man ist halt einfach fertig. Das ist, sitzt auf der Haut und man kann gehen. Man muss nicht mehr fächern und so, das ist halt echt sehr gut. Ja, so, das war's mit meinem Video, mit meinem Haul. Ich habe extrem viel gekauft, ich weiß.
Aber ich bin halt ein Suchti. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ich werde auf jeden Fall ein weiteres Video drehen. Ich weiß, ich muss noch hier und da einige Verbesserungen machen im Sprechen, im Filmen, Equipment, im Ton, alles Mögliche, aber ich fange ja erst an und ich gebe mir Mühe und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.